Ja, Mahlzeit. Folge Nummer 4 bei Factorio. Moin, wir sind immer noch am Pokalabend. Gerade geguckt, 60. Minute 0:0 steht's. Ja. Und wir machen hier feuchtfröhlich weiter. Würde ich mal so vorschlagen. Jo. So, und ich arbeite nur mit Trick 17, fürs Band auf beide Seiten zu füllen. Jo, mach das. So, ja, nun, ich hab hier... Knickarme stehen halt ein bisschen weiter weg, beziehungsweise das eigentliche Ablageband. Weil ich will nachher nicht für die anderen Öwe umbauen. Ja, und ich hab gleich das so weit, dass... Kupfer hier unten ankommt. Dann mache ich hier jetzt einen Schwenk nach links. Und dann brauche ich von dir eigentlich nur noch Zahnräder. Dann können wir schon die roten Fläschchen produzieren. Jo. Da würde ich auch sagen, dann machen wir das so, dass wir den Strang für die roten Fläschchen alleine lassen und führen die einfach aufs Band drauf. Da, wo die Kupferplatten schon sind. Weil dann werde ich das später hier splitten, das Band, so dass dann wirklich auch nur, also dass das nicht auf dem Hauptband ist. Würde ich sagen. Das kannst du machen, wie du denkst. Jo. Das heißt mit anderen Worten, ich werde jetzt mir A... Eisen von dir klauen. Weil du hast ja dann doch ein bisschen mehr schon. Jo. Und werde dann schon mal so alles vorbereiten, dass im Prinzip nur noch die Zahnräder zugeführt werden müssen. So, da können wir eigentlich im Prinzip hier vorne schon anfangen. Brauchen wir noch. Ach komm, erstmal nehmen wir einen normalen. Normalen was? Und wie immer, zwei Bänder fehlen, da könnte ich wieder zu viel kriegen. Einen normalen Greifarm. Erstmal, das kann man ja später dann anders bauen. So. Platz sparen ist die Devise. Nein, eigentlich nicht, aber hier oben bietet sich das einfach an. Wenn man das ein bisschen enger baut, weil wir haben ja hier auch nicht wirklich dann mehr vor. Dann fangen wir hier die Fläschchenproduktion an. Die machen wir hier auf diese Seite und alles andere machen wir dann in die andere Richtung oder nach oben oder wie auch immer. So, brauchen wir noch Ströme. Ja. So. Ja. So passt das doch. Sehr schön. Gut. Mal wegnehmen. Hier führen wir dann die Zahnräder hin. An, wie auch immer. Wohin? Zeig dir dann. Das Band, was da kommt. Da müssen Zahnräder dann drauf. Ah jo. Ja. Oh, jetzt fehlt mir zur Abwechslung mal Kupfer. Naja, öfter mal was Neues, oder?
Jo, ist mal was anderes. So. So. Das läuft. Ja. So, würde ich vorschlagen, hier, wo ich jetzt bin, machen wir dann auf der Seite hier die Dingsproduktion. Die Zahnräder. Schauen wir mal. Ich kann die auch hier außen hier setzen. Da kann ich die abgreifen und lass dann die Zahnräder genauso im Kreis laufen. Und dann kann man die das können wir machen. Dann würde ich sagen, machen wir hier so. Kann man die hier vom Band runtergreifen. Machen wir hier so, auf das Band. Setzen die Fabrik so hin. Und dann greife ich hier oben gleich ab. Hätte ich gesagt. Also würde ich vorschlagen. Jetzt, ich hätte ein bisschen Platz gelassen. Ich hätte das Band für die Zahnräder abzulegen. Hätte ich hier gesetzt. Dann läuft das nämlich außer entlang. Dann hast du viel mehr Möglichkeiten, das abzugreifen. Vor allem kannst du dann auch hier Mitte drin hingehen und kannst dann auch mal zur Not Stahlplatte abgreifen und kannst mit unterirdischen Förderbänder entlang gehen. Gut, dann machen wir das so. Da bin ich doch flexibel. So. Machen wir es erstmal so. Durch Strom. Den greifen wir hier ab. So. Ne. Kommt das Speichern in wie ich. Lalalala. Und los geht's. So, und die greife ich mir, braucht man eh viel von der Greife, die greife ich mir gleich mit dem Dings ab. Mit dem Teiler. Das andere macht ja keinen Sinn. War ja klar. So. Und somit geht dann die rote Fläschchenproduktion seinen Gang. Und ich werde das dann jetzt auch erstmal provisorisch so machen, dass ich dann das Forschungslabor hier runterhole. Und hier unten dann gleich erstmal ransetze, damit wir schon mal weiter forschen können. Würde ich vorschlagen. Da brauche ich Eisen. Eisen, ich brauche Eisen.
was forschen wir denn als nächstes? Nehmen wir erstmal die intelligenten Greifarme, dann haben wir wieder alle Greifarme. Machen wir das mal ein bisschen mit System. Ey, Stromerseil! Ah, ich hab noch Kohle auf Tasche. Mach schon. Achso, du bist schon. Oh, der eine fördert nicht, da habe ich gerade einen Stack Kohle reingemacht. Alles gut. Denke ich mir. Ich bin ja froh, dass die Förderbänder keinen Strom brauchen. Was eigentlich ein bisschen unrealistisch ist. Ja, und wir brauchen mehr Eisen, glaube ich. Naja, erstmal reicht's. Erstmal reicht's. Ich bin doch schon dabei. Ich wollte nur erstmal den da ohne Versager mit Kohle. Also ich sag mal so, für eine Forschungseinrichtung reicht's erstmal. Massig. Ach, siehste. Rote Fläschchen bunkern. Ganz wichtig. Damit die nämlich produzieren können, wie sie lustig sind. Machen wir gleich eine Eisenkiste. Hier nochmal Strom. Und auf geht's. So. Ja, muss mal überlegen, wie machen wir denn weiter? Zahnräder haben wir hier schon. Es ist doch eigentlich ideal. Mal hier dann Holz abreißen, können wir hier an die Zahnräder ran, führen dann Eisenplatten noch ab und können dann hier schon die Förderbänder machen. Das ist doch ein Plan. Das machen wir. Greifen wir hier ab. Dann bereite ich schon mal alles vor zum Abgreifen. Für die Eisenplatten. Da setze ich dann aber kein Teiler rein, sondern mache ich dann mit dem Greifarm. So. Ja, aber Kinders, wie das dann weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge.
Ja, und dann auch nochmal gleich vorweg. Gizmo kriegt da nächsten Monat einen neuen Internetanschluss. Dementsprechend können wir auch nicht versprechen, dass es dann in der Anfang nächsten Monat so regelmäßig wie gewohnt Multiplay-Folgen gibt. Also, falls da mal die eine oder andere Folge ausfällt, dann liegt es daran, weil Gizmo kein Internet hat. Ne, schon mal so erwähnt. Naja gut, das soll vollkommen sowas, ne? Genau. Aber nichtsdestotrotz, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.